Wir wollen uns in den nächsten zwei Videos ganz kurz anschauen. Erstens, wie verbinden Sie sich über QGIS mit unserer Datenbank? Und dann im zweiten Schritt werde ich Ihnen zeigen, wie Sie die Begriffe in die Tabellen eintragen. Zunächst ins eCampus einwählen, dann hier die QGIS-Datei runterladen. Was Sie jetzt sehen, dummerweise wird die Datei automatisch von eCampus verändert. Warum auch immer. Und zwar wird statt QGZ, was die Dateiendung für QGIS ist, hinten angefügt .sec. Das heißt, das blöde .sec müssen Sie löschen. Den Punkt löschen Sie auch. Gehen drei Schritte nach vorne, dass da hinten QGZ steht und speichern das Ganze. Was Sie natürlich auch machen können, das erst speichern und dann die Dateiendung entsprechend anpassen. Also wichtig ist, dass da steht remote-sensing.qgz, wie auch immer Sie das auf Ihrem Rechner organisieren. Dann drücken Sie Speichern. Und was Sie dann auch sofort sehen können, dass natürlich Windows zumindest automatisch erkennt, dass sich hierbei um eine QGIS-Datei handelt. Was Sie sich ebenfalls noch runterladen sollten, ist die Datei mit den Zugangsdaten. Die wird aus einem mir ebenfalls nicht klaren Grund nicht verändert. Die können Sie also einfach mit dem Editor öffnen. Und hier finden Sie dann einerseits den Username und zweitens das Passwort. Bevor Sie sich jetzt mit QGIS, mit der Datenbank verbinden, sollten Sie den VPN-Client starten, damit Sie auch tatsächlich mit dem Uni-Netzwerk verbunden sind, weil die Datenbank nicht so ohne weiteres einfach nach außen ins Internet sichtbar gemacht werden kann. Dazu machen Sie Ihren Cisco auf, den Cisco AnyConnect Secure Client. Wenn Sie den nicht haben, schauen Sie bitte auf den Help-Seiten des HRZ nach. Dort finden Sie für jedes gängige Betriebssystem eine Anleitung, wie Sie den VPN-Client starten. Wenn Sie den VPN-Client nicht starten, haben Sie keine Möglichkeit, sich mit dem System zu verbinden. Ich habe mich jetzt schon verbunden, also ich verbinde mich jetzt nochmal neu. Drücke also Connect. Dann werden Sie nach Ihrem Passwort gefragt. Und schon sind Sie verbunden. Ob das wirklich geklappt hat, sehen Sie dann einfach daran, ob hier unten dieses kleine Schloss an dem Symbol in der Taskleiste ist und ob da steht VPN Connected. Wenn Sie diese Schritte erfüllt haben, können Sie jetzt einfach die QGIS-Datei öffnen. Und hier geben Sie jetzt einfach die Credentials ein, die ich Ihnen über die TXT-Datei zur Verfügung gestellt habe. Also Username ist User Rheinland und das Passwort ist Germania Inferior und ein Prozentzeichen dahinter. Drücken Sie OK und Sie sehen, das dauert jetzt einen kleinen Moment und schon sind Sie mit der Datenbank verbunden. Im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt an, wie wir mit den Tabellen mit unseren Begriffen arbeiten.